größer geworden. Also sichtbar ist es im Moment nicht gewachsen, sodass das Wenige, was wir tun konnten, erstmal das war, ihn zumindest nicht wachsen zu lassen. Die Fenster sind alle erstmal provisorisch zugemacht. Wenn es regnete, war es also bis hier hinten alles voll Wasser. Das ist also schon weg. Und insofern konnte man wenigstens zumindest erstmal ein klein wenig erhalten. Also alleine, das ist hier der sogenannte Salon der Familie gewesen, so würde man heute sagen, hier haben sich also viele bekannte und berühmte Leute aus der Umgebung getroffen und haben miteinander gesprochen und gefeiert. Nebenan der Raum, die Wand war früher nicht da, hinter dieser Wand ging es dann über diese Treppe, die dort hinten dran war, in den Park. Die ist also nach 1945 eingezogen gewesen und hier hat bis 1978 noch eine Familie mit ihren Kindern drin gewohnt. Die Familie wohnt jetzt nebenan in dem Nebengebäude unter ganz schweren Bedingungen. Toilette draußen, kein Wasser, also das ist wirklich nicht einfach gewesen, mit 5 Kindern hier drin leben zu müssen. Also in diesem Raum nicht, sondern da gehen wir jetzt durch in den Park und da hat die Familie drin gewohnt. Den Ofen, das haben wir jetzt alles abgerissen. Ja, das ist, was Sie unten gesehen haben, vielleicht war von oben bis unten mit vielen wertvollen Bildern behängt. Dem damaligen Geschmack oder Zeitmode entsprechend waren es oft Stiche oder auch Ölgemälde der damaligen Malschulen und nur ganz wenig ist davon erhalten. Griechische Mythologie, Landschaftsbilder, das war damals ja üblich zu malen und diese Bilder waren hier auch und davon gibt es eben nur noch ganz wenige. Der nächste große und interessante Raum ist dann dieser Raum. Der wurde von der Familie das Weihnachtszimmer genannt, von den Leuten, die hier gearbeitet haben, das sogenannte Erntezimmer. Manche sagten auch der gelbe Salon. Und zwar aus dem Grunde, dieses Zimmer war mit einer handgemalten Tapete ausgekleidet. Hier sehen Sie noch ein Stückchen des Originals. Es waren also wunderschöne Gelb- und Brauntöne. In der Mitte mit großen Spiegeln. Und zwar unter dem Besitzer von Klinkoström ist es mal hergerichtet worden in dieser Form. Es wurde also einfach vorgeblendet mit Rahmen. Darauf kam Sacklein und darüber klebte man dann die Tapete. Diese große Fläche ist gerettet worden. Die ist hier im Dorf bei einem Bauern auf dem Boden. Und wenn es dann soweit ist, hoffen wir, dass wir Teile davon nochmal wieder herrichten können. Und der Sohn des von Klinkoström, Zeitgenosse von Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge aus Wolgast, also die Romantiker, sie sollen auch miteinander in Verbindung gestanden haben. Und das also der von Klinkoström hat also sehr viel nachgemalt, unter anderem auch das Marienbild in der Kirche in Greifswald. Aber er selber hat es nur nachgemalt. Also er ist nicht so bedeutend gewesen, dass er selber sehr viel, er ist nachher auch nicht mehr hier gewesen. Aber wie gesagt, diese Tapete, Gestaltung dieser Tapete schreibt man ihm zu. Ob es wirklich so war, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Hier in der Mitte sehen Sie noch den Haken, hier hing auch ein riesiger, großer Kronleuchter mit Kristall gehängt. Das ist leider alles nicht mehr da. Und in dieser Ecke sehen Sie den größten Schaden, das ist die Nordwestseite. Und da ist also von oben bis unten ziemlich viel Arges passiert. Und wir haben deswegen an der Stelle eine Sicherung anbringen müssen. In der Ecke war ein sehr schöner alter Ofen, der ist aber lange schon abgerissen. Wir haben jetzt nur den alten DDR-Ofen rausgeschafft. Es war ein wunderschöner weißer, man sieht ihn auch auf dieser Abbildung und leider wissen wir nicht, wo die Kacheln sind, ob es sie gibt. Manchmal wurden sie abgerissen und irgendwo eingebaut. Das ist leider alles verschollen. Die Türen sind noch original, sehr schönes altes Holz und eben schon in anderer Stilform gebaut, als damals das Schloss gebaut wurde. So, das wäre also zu sagen, in der Ecke sind dann noch die Toiletten und ein Bad, richtig schon mit dem Abfluss nach außen zu sehen, wenn Sie Interesse haben. Auf der linken Seite sieht man eine Holztreppe, die geht von hier bis oben auf den Boden. Das ist der sogenannte Dienstbotenaufgang, sodass also ohne die Herrschaft zu stören dann das tägliche an Arbeit geleistet werden konnte. Und oben auf dem Boden befand sich auch noch was Interessantes, da sage ich dann was dazu, wenn wir uns zweite Oberfläche. Bis dahin können wir gehen auf den Spitzbogen, das gibt leider nicht mehr, aber wir können von unten bis unter das Dach. Ja, müssen aber besser wieder hier zurückkehren. So, hier sind wir also jetzt im sogenannten zweiten Obergeschoss. Dieses zweite Obergeschoss war zur Zeit des letzten Besitzers, also der absolut interne Bereich. Hier kam also Fremde nicht drauf, sondern nur die Familie bzw. die Leute, die hier die Bedientesten waren.
Und zur Zeit der Herzogin war also diese ganze Kammerung nicht vorhanden. Hier wahrscheinlich auch nicht, sondern hier ist ein riesiger, großer Bereich gewesen. Dann in den alten Aufzeichnungen steht drin, im zweiten Obergeschoss befand sich der große Festsaal. Und was also dafür spricht, ist, sehen Sie mal, wenn Sie hier hingucken, die Balken sind alle bemalt. Und bei den Sanierungsarbeiten, jetzt haben wir im Außenfeld die Wandmalereien gefunden, die vorher gar keiner mehr wusste, dass sie da sind. Und diese Ausfachung hier mit Fachwerk, das ist sicherlich zur Zeit des von Müller von der Lüne und später auch unter Klinkoström so hergerichtet worden, um es besser für die Familie nutzen zu können, wegen der Isolierung und Warmhaltung. Das ist sicherlich später erfolgt. Aber sonst vom Bau her selber ist das Haus nicht verändert worden. Also hier ist mit Sicherheit der große Festsaal gewesen, der dann entsprechend auch genutzt wurde. Früher gab es auch den Eingang von der Seite. Man sieht, wenn man da draußen steht, so einen großen Rund quer eingelegt. Ich bin kein Fachmann, weiß nicht, wie man das nennt. Und das heißt, man fuhr auf der Seite mit Pferd und Wagen in das Schloss rein. Also da, wo nachher die Barocktreppe dran war, auf der Seite zum Park ist das gewesen. Wenn Sie ums Schloss rumgehen, kann man das noch so ein bisschen sehen. So, und hier sehen Sie nun das ganze Ausmaß an Schäden. Der Dachstuhl sicherlich in sich zusammengebrochen. Also das ist schon ein großes Verdienst gewesen. Damals waren wir noch Rat des Kreises Greifswald und man hat dann mit öffentlicher Förderung diese Arbeit erstmal machen können. Hier drüber gibt es dann den sogenannten Bogen. Der Bogen wurde also auch nicht zu der damaligen Zeit bewohnt, sondern es ist ein herrlicher großer Bogen. Der Eingriff ist da oben fast sakral. Man sieht da richtig dieses große Kreuz und man kann ihn später sicherlich sehr schön nutzen, wenn wir mit kulturellen Arbeiten, künstlerische Sachen bieten sich dort oben an. Es sind wunderschöne Lichtverhältnisse durch die Fenster, die dort sind, aber man kann ihn sicherlich nicht so herrichten, dass man das im Winter auch nutzt. Das Warmhalten schafft man nicht. Aber das wäre auch das kleinere Übel. Und da oben drüber gibt es den sogenannten Spitzboden. Und wenn nachher in das eine Zimmer gehen, kann man das sehen. Da kann man dann noch eine Treppe höher klettern. Da geht es aber nur noch mit Leichtgewichten hoch. Also das ist, die Bebohlungen sind also hinüber. Da gibt es zwei Fenster. Und wenn man da oben steht, kann man bis zur Insel Rügen gucken. Man sieht also die gesamte Ostsee und hat einen wunderschönen Rundblick über das Naturschutzgebiet Moorholz und Blanken bis zur dänischen Wiek rüber. Das wollen wir dann auch machen, dort so ein Ausguckzimmer herrichten. Aber es ist eben alles Zukunftsmusik. Was Sie hier noch sehen, ich werde manchmal gefragt, hat es hier gebrannt? Nein, im Moment sieht es so aus. Und das Schloss ist also im Dreißigjährigen Krieg und auch zu anderen Zeiten nicht im eigentlichen Sinne gebrandschatzt worden. Es ist also immer erhalten gewesen, obgleich auch Ludwigsburg geplündert wurde zu der Zeit. Aber das Schloss selber hat alle Wirren überstanden, bloß die 40 Jahre Kommunismus hätten ihm fast das Genick gebrochen. So, nun könnten wir also so rumgehen in diesen drei Räumen. Dort sind diese schönen Wandmalereien. Das war also zur Zeit des letzten Besitzers auch so ein Raritätenzimmer. Dort stand das Gustav Adolf Bett. Naja, woanders, aber so die ersten Klassen, das tun wir dort. Ja. Und hier ist eben in diesen Ecken ist der Schaden eben besonders groß. Ja, das muss so schnell wie möglich passieren, sonst so die alleinstehenden Schwestern der Familie haben hier auch gewohnt, die also nicht verheiratet. Man hat früher ja sich sehr um die Familie gekümmert und das ist ja leider in unserer heutigen Zeit sehr abhanden gekommen. Ne? Ja, es waren sicherlich früher alles ganz große Räume. Und hier war im Vorjahr ein kleiner Zaunkönig drin, hat er seine Kinder großgezogen. Das ist bei den Bauarbeiten passiert, da sind die Balken abgerutscht, sonst hätten wir das gar nicht gewusst. Also vom Boden isoliert mit Torf habe ich schon gehört, aber dass man das auch in Wänden gemacht hat, das wusste ich nicht. Man bin auch da ja ganz groß Laie, aber das ist schon interessant. Man hat also das Material, was man hier vor Ort hatte, zur Isolierung von Wohnungen genutzt. Das ist einfach Torf. Ja. Und hier sehen Sie auch, hier sind nochmal wieder nachgenutzt worden. Die Balken hatte man schon mal benutzt, die wurden schon mal woanders genommen und waren hübsch bemalt. Das war also nicht die ursprüngliche Wand hier innen, sondern das war sicher nach dahin offen. Und man hat dann in dieser Form das Zimmer geteilt und mit dieser Möglichkeit der Isolierung für Wärme und Wohnlichkeit gesorgt. Und hier sind dann diese wunderschönen Wandstrecken.